Mal abklappen eben den Ton von der Kamera. Der kann bleib hier stehen. Jetzt bin ich jetzt wieder anfällig. So. Ja, klasse. So. Ja, ich bin hier bei Daniel von den Waldgeistern. Ein toller Permakultur-Videokanal, ganz viele tolle Themen drin. Und ich habe gerade das Gelände gesehen, bin begeistert. Und in einer Gegend, wo es eigentlich relativ schwer ist, was anzubauen. Du hast eben auch erzählt, die Leute gucken, wie geht das überhaupt? Warum wächst hier was? Wie kam es dazu? Ja, das ist, will nicht zu weit ausholen. Also ich sag mal, wir haben 2017 angefangen. Und davor hatte ich schon mal ein bisschen Permakulturprojekte gemacht in Thüringen und wollte halt hier wieder was machen. Und dann hatten wir erst eine Zeit lang gesucht und dann hat irgendwann mein Schwiegervater gesagt, so, der hat sich das dann eine Zeit lang angeguckt, bis er anscheinend, ich weiß nicht, ob er dann gemerkt hat, dass wir es ernst meinen, dann hat er gesagt, ich habe nur noch ein Grundstück. Ich sage, ich habe was. Und da sitzen wir jetzt gerade hier auf dem alten Grundstück meines Schwiegervaters, das er meiner Frau dann überlassen hat. Mhm. Und mittlerweile hat es dann der Verein, ich glaube, für 25 Jahre gepachtet. Ja. Und 2017 haben wir hier angefangen. Also wir sind hier auf einem Ausläufer vom Kreuzberg. Der Berg der Franken kennt vielleicht der ein oder andere. Ja, also Rhön, ne? Rhön, so, wenn genau. Man A7 fährt, kommt man hier in der Gegend durch und so. Genau, also Bischofsheim, Neustadt, weil ihr kennt an der Saale, vielleicht kennt es der ja, eine. Und für die sich gar nicht auskennen, Würzburg ist nicht weit weg, Frankfurt zur anderen Richtung. Genau, so, ganz zwischen Würzburg, Frankfurt, so ja. Ja, mhm. Ja, was waren die, die größten Hindernisse? Das durchzuhalten. Genau, das gegen glaube ich, äußere ja, Widerstände. Also das Gerede, also wir haben sowohl sehr viel Zuspruch hier im Dorf, wo die Leute auch immer wieder sagen, sie finden es toll und, und gehen auch gerne her. Aber leider höre ich auch immer hintenrum wieder, also jeder kann seine Meinung haben. Ja, da muss niemand gut finden, was wir hier machen. Ja, ja, aber ja. Ich finde es halt immer schade, wenn dann hintenrum geredet wird, das kostet Energie. Natürlich kann man immer sagen, ich grenze mich da ab und natürlich, es gibt ja immer diese ganzen Sprüche, wenn man was verändern will oder irgendwie was machen will, dann wenn man keinen Widerstand hat, dann macht man was verkehrt. Aber es ist menschlich manchmal, finde ich, ganz schön anstrengend, wenn man so einen Weg geht wie ich oder wie wir. Ja, ich meine, man muss dazu sagen, das ist hier ein Ort von ein paar hundert Leuten. Ne? Das ist relativ klein, übersichtlich, jeder kennt jeden. Ja, ziemlich, und leider ist es so, dass halt oft hinter dem Rücken anders geredet wird als direkt. Also schade, das ist manchmal echt anstrengend. Ich finde es auch sehr unnötig. Ja. Und man könnte ja auch einfach miteinander reden. Ja, genau. Wenn jemand irgendwas hat, soll er einfach offen sagen. Und das ist halt einfach was. Und ich gebe zu, ich bin auch manchmal bin ich vielleicht nicht diplomatisch genug oder zu krass in meiner Meinung. Aber ich versuche daran zu arbeiten. Und ich denke, man kann, wenn man will, mit mir reden. Und ich sage halt auch meine Meinung, aber ja, muss jeder selber wissen. Aber das ist so, weil du sagst, was war das Schwerste, war nie, dass hier irgendwie die Arbeit oder das Projekt oder irgendwie finanziell so, das haben wir natürlich immer so gemacht. Also wenn halt gerade der Verein nicht so viel Geld hatte, haben wir halt Projekt so gemacht, dass halt, also wir gucken immer Material, das wir holen. eBay Kleinanzeigen, der Gedanke der Permakultur ist ja immer zu gucken, dass man Ressourcen wiederverwendet und so. Das war nie das Problem, aber das Menschliche ist halt auch immer so ein Faktor, wo ich würde mich einfach darüber freuen, aber das, ich weiß, es ist immer so ein bisschen schwierig. Aber ist es jetzt besser geworden? Ich meine, ich sehe das auf dem Land ganz viel, erstmal riesen Skeptizismus, die Leute sagen, das wird ja nie was. Aber wenn man dann was aufbaut, wo Produktion ist und das Gelände ist toll jetzt hier, hat sich die Einstellung geändert? Ich meine, da sind doch jetzt bestimmt auch ein paar, die sagen, oh wow, toll, oder? Ich kenne ja nur, es reden ja nur die mit uns, die das Projekt toll finden. Und alle halbe Jahre erzählt mir dann mal wieder einer von meinen Kumpels im Dorf, was dann wieder hintenrum so geredet wird, wo ich dann immer aus allen Wolken falle. Und ich denke so, nee, im Ernst? Also zum Beispiel, ich esse ja kein Fleisch. Ja, dann sitzt du da irgendwie und dann erzählt er dir, es wird immer geredet, weil wir unsere Sojawürstchen zum Fest mitgebracht haben. Ja. Wo ich dann immer noch gesagt habe, hier, grillt, könnt ihr die grillen? Ja, kein Problem. Und dann tue ich auch noch fast genau dasselbe in die Kasse, was die normale Wurst kostet, weil ich ja bei diesen Festen auch was da lassen will. Und trotzdem wird dann halt schlecht. Also das sind so Sachen, wo ich mir mal so denke, so ne, nicht euer Ernst. Aber gut, das ist auch einerseits lustig, aber auch irgendwie nervig. Also das sind so Sachen, aber mehr erfahre ich ja nicht. Also ich weiß aber, dass leider hier und da auch
gegen mich geschossen wird. Also zum Beispiel Thema Wasser, wo ich nicht mitkomme, wo ich das nicht verstehe, ist, also du bist ja Wasserwirtschaftler. Das werde ich dich jetzt, das ist schön, das kann ich dich mal fragen. Also ich denke, ein Brunnen, eine Quelle, die man im Dorf hat, wenn man da entnimmt, oh, ich hoffe, dass man das gut versteht, eine Quelle, die man im Dorf hat, wenn man die nimmt, um zu gießen, ist doch eigentlich für die Natur immer besser, als wenn ich es aus der Hausleitung entnehme, oder? Kommt drauf an, wie viel Wasser da neu gebildet wird. Ne? Also es ist halt die, bei einer Quelle muss halt immer die Ergiebigkeit geguckt werden, so dass es nicht absinkt. Und wenn das gewährleistet ist, ist das natürlich toll, da dieses Wasser auch zu nutzen. Ja. Und Gefahr ist halt dann, wenn es absinkt, dann ist es halt, muss man halt weniger entnehmen, sonst irgendwann nichts mehr da, logischerweise. Bei der Quelle ist es so, die läuft immer. Ja. Das heißt, ob ich entnehme oder nicht, die läuft immer weiter. Das heißt, sie wird ja nicht genutzt, sondern sie läuft einfach nur dann woanders hin. Ja. Naja, aber das ist so, da gibt es immer Reibereien. Jetzt hat das dazu geführt, dass ich die Hausleitung nehme, weil mir die Reibereien zu anstrengend sind. Mhm. Aber das Verrückte ist halt, die meisten im Dorf, so 90%, sagen, hey, das Wasser ist für alle da und da geht es darum, dass ich es halt schöpfen müsste. Das heißt, ich müsste meine 1000 Liter aus dem Brunnen rausschöpfen. Das ist also eine Sache, wo ich hier, da komme ich einfach, ich komme da nicht mit. Das ist mir zu. Ja, aber es ist halt einfach, man muss sich bewusst sein, wir sind in einer gesellschaftlichen Entwicklung nicht sehr weit. Also wir sind eine Gesellschaft auf einem sehr niedrigen Entwicklungsniveau. Habe ich auch so das Gefühl manchmal. Und das ist halt einfach, dass, seitdem ich das so irgendwie verstanden habe, das war mir nie klar, weil das nach außen sieht ja alles so modern und toll aus, aber das ist eigentlich Mittelalter mit Smartphone oder so. Ne? Jetzt ist aber zu beobachten, dass sich doch sehr, sehr viele Menschen aufmachen, was aufbauen, was lokale Produktion hat. Hier gibt es wenig, wenn man hier sich umguckt, hier ist alles eher Flächenlandwirtschaft, aber hier wächst woanders, glaube ich, kaum Gemüse. Und nee, jetzt gibt es hier gar nichts. Gibt es gar nicht. Ne? Nee, und 25 Kilometer entfernt ist das erste. Ja, und jetzt wächst hier Gemüse. Mhm. Und auch wenn jetzt Leute erstmal skeptisch sind und so weiter, das arbeitet immer auch noch auf einer anderen Ebene und Leute sehen, ja Moment mal, der hat ja massig Hokkaido-Kürbisse und oh toll, hier, das wächst jetzt hier, wie kann das gehen? Also man gibt ein Beispiel und wenn man jetzt einfach das macht, was alle anderen machen, finde ich immer einfach super langweilig. Hätte ich gar keine Lust zu. Also von daher da, wenn man da mal irgendwie was hört hintenrum, dann ist es halt so. Ich weiß, dass das nicht schön ist, aber auf der anderen Seite, ihr seid ja hier trotzdem auch eingebunden. Ich habe hier kleinere Kinder und ihr wohnt hier im Ort und insofern. Es gibt beides, ne? Seiten. Ja, auf jeden Fall. Und ihr habt viel Hilfe. Also ihr habt ja auch hier WUFER, ne? Oder Bundesfreiwilligenstellen haben wir zwei. Bundesfreiwilligenstellen. Genau. Also auch wenn jemand jetzt Interesse hat, hier das sieht, hier kann man was machen. Ist toll aufgebaut. Ihr habt jetzt noch mehr Gelände dazu genommen. Ja. Und insofern ist auch mehr Hilfe. Ja, das ist so ein bisschen gewünscht. Der Faktor, also wo du das sagst, ist so ein bisschen der Faktor gerade. Die letzten 2-3 Jahre, weil ich ja auch nur einer bin, dass wir haben zwar die Bundesfreiwilligenstellen, die ich auch total wichtig finde. Ja. Du hast halt immer Leute 6 Monate oder ein Jahr da, denen du dann alles erklärst, dann sind die drin und dann sind die weg. Das ist halt immer schön, aber auch schade, weil die dann natürlich mit ihrem ganzen Wissen, das du ihnen gegeben hast, wieder weg sind. Klar machen die dann da irgendwie was draus. Bis jetzt haben wir mit allen irgendwie noch Kontakt und die machen da auch tolle Sachen mit. Aber das ist so, wo ich mir so wünschen würde, was hier noch so ein bisschen fehlt. Die Leute im Dorf, wir haben auch Vereinsmitglieder im Dorf, die aber alle, ich sag mal, sehr eingebunden sind in ihren Arbeitsalltag und so und nicht so die Zeit haben, hier mit anzupacken. Wo wir würden gerne auch mehr machen Richtung Solavi und Dingen, aber das schaffe ich gar nicht alleine, weil ich ja hier auch Gartenführung und den YouTube-Kanal, ist so viel Arbeit. Also wenn jemand wirklich Bock hätte hier, wir haben ja so viel Flächen mittlerweile, mitzumachen und sagen, wir bauen zusammen was auf, also vielleicht auch jemand, der vom Fach ist, ein Gärtner oder so, würde ich mich mega freuen, aber das ist halt immer noch so ein bisschen, der müsste sich halt entscheiden, hier ein Haus zu kaufen oder eine Wohnung. Ja, aber hier gibt es ja was. Ich meine, das ist eine Gegend, wo man, sich ansiedeln kann und die Gegend hier ist schön hier. Toll. Also es ist hier eine wilde Landschaft, es gibt halt hier echte Wälder,
soweit es sie in Deutschland gibt. Also viel Laubwald auch, es gibt Höhenzüge, ja. Es gibt irgendwo Flüsse, in der Nähe ist ein Badesee und so weiter. Also es ist eine tolle Gegend, es ist windig hier, glaube ich, immer, oder? Ja, also jetzt gerade ist extrem viel, ja. Ja. Also wir haben schon viel Wind, aber es schon im Winter ist recht rau. Ja. Wenn wir so Inversionswetterlagen, da ist es mal länger grau, ist nicht immer so, aber im Sommer ist halt hier, also ich liebe das hier, das ist total schön. Also es ist halt Mittelgebirge, ne? Also wir sind hier auf knapp 500 Meter und das muss man mögen, aber ja, ich wollte ja eh mal noch näher ins Gebirge, von daher bin ich jetzt hier irgendwie hängen geblieben. Ja, und hier ist richtig Winter, oder? Hier gibt es ordentlich Schnee dann auch, oder? Ja, es, also ja, mehr als in Norddeutschland auf jeden Fall. Ja. Also jetzt auch nicht mehr so viel wie früher. Die Leute, die, wenn sie von früher hier erzählen, wie viel Schnee gab, das gibt es hier auch nicht mehr so. Ne? Ja. Ja, gut, das ändert sich immer mal. Aber jetzt hier zu eurem Gelände. Also es ist ja einfach eine der Sachen, die bei dir sofort auffällt. Ihr habt ohne Ende Mulch, Holz, Hackschnitzel. Auf dem Land kommt man da ohne Ende dran, weil die ganzen Baumpfleger wollen das händeringend loswerden. Und das ist super. Und dann, du hast vorhin auch gesagt, du hast da Pilze angeimpft für dieses Holzige. Das ist ja genau der Weg, den wir brauchen, weil die Bodenpilze brauchen wir viel mehr. Und das sind ja so die Lernerfahrungen der letzten Jahre. Was hat sonst noch sehr viel gebracht? Also, wie gesagt, der Mulch, nicht nur die Pilze, der ist so unglaublich wichtig in jeglicher Form, als Bokashi, als Ferment, in, also Rasenbokashi. Also die Lactobakterien-Fermentierung, EM oder eigene alles Mischungen, sowas. Ne? Extrem viel gebracht. Also ich mache seit Anfang an hier Heißrotte-Komposte ganz viel. Also ich habe, glaube ich, mittlerweile, also wir haben 2017 angefangen, jetzt haben wir 2023. Und wenn ich jetzt mal schätzen würde, wie viel Biomasse ich hier mittlerweile aufs Gelände geholt habe, dann wäre ich irgendwo im dreistelligen Bereich. Also ich denke mal, es sind weit über 100 Kubikmeter Biomasse, die ich hier geholt habe, in Form von Astschnitt, Pferdemist. Und wir machen ganz viel Terra Preta. Ja. Ne, also das ist, glaube ich, der wichtigste Faktor, weil ich kann hier Wasser nur herfahren und habe hier nur 3000 Liter Speichervolumen für diese 3000 Quadratmeter, das ist nichts. Ja? Und ich habe hier die letzten Jahre Pflanzenkohle gemacht, so viel ich konnte, aus dem ganzen Astschnitt, den die Leute nur auf dem Grünwaldplatz fahren. Immer wenn ich konnte, habe ich in unserem großen Kontiki Pflanzenkohle geschürt und die in die Komposte mit eingebaut. Und wenn ich jetzt sehe, wie wenig ich gießen muss, oder ich kann ja auch gar nicht gießen, also eigentlich nur für die Anzucht, ja, also zum Angießen, ne? Und dass es trotzdem funktioniert, also Terra Preta ist für mich der Schlüssel tatsächlich. Also das Mulchen zusammen mit der Terra Preta in dieser Höhenlage, anders, es würde hier gar nicht anders gehen, bin ich ziemlich sicher. Ja, und hier wächst ja auch jetzt immer mehr, also es kommt immer mehr eigene Biomasse, das soll ja irgendwann auch so in sich rundlaufen. Ja. Und Terra Preta hat jetzt für mich noch eine ganz, ganz spannende weitere Ergänzung erfahren, oder ist es im Gang in der Entwicklung, dass die Herstellung von Holzkohle, Pulverholzkohle, die wir ja für den Boden nehmen, da entsteht ja halt sehr viel Hitze. Und mit dieser Hitze kann man halt auch Dampfmaschinen betreiben. Dampfmaschinen ist eine der effizientesten Maschinen, da kann man Strom mit erzeugen. Die Wärme kann man eh noch nutzen, man kann Kühlaggregate damit betreiben und man kann sie sehr klein machen. Also die kleine Stromherstellung, ergänzend zum Beispiel zu Photovoltaik, kann man jetzt machen, indem man halt Holzgas macht, als Blockheizkraftwerk, jeden Maßstab Pflanzenkohle nebenher herstellen, lokal Strom herstellen, dann, wenn man ihn braucht, ne, wenn die PV nicht viel bringt, was ja in Deutschland sehr viel ist, also ich meine, das ist ja im Grunde Augenwischerei, überall wird PV gebaut ohne Ende und die Ergänzung fehlt. Und das ist halt dann der Holzschnitt, das kann man speichern, das kann man halt für dann liegen haben. Und dann kommt gerade nicht drauf, da gibt es ja dieses tolle Projekt im Weserbergland hier, Förderverein Terra Preta. Ja, ja, genau. Mit dem, wie heißt er? Ja, der auch die Shantico-Öfen baut. Ja, ich weiß, den du meinst. Ja, und wir haben ja, ich glaube, 275 Landkreise in Deutschland irgendwie ungefähr. Pro Landkreis 35.000 Tonnen Grünmasse, die man alle in Terra Preta oder halt also in Strom-Wärme-Gewinnung koppeln und dann das, also die groben
groben Holzhäcksel rausgetrennt, verkohlt. Ja, genau. Und das ja, Feinmaterial als am Ende mit der Kohle wieder verbunden. Und das wäre so, ja, mega. Absolut toll. Und das kann man lokal machen. Man kann es aufbauen. Eine Dampfmaschine kann man in einer normalen Werkstatt bauen. Und da sind einige Leute dran. Also Pro Lehm zum Beispiel, tolle Lehmbaufirma in Nähe von Flensburg. Ganz im Norden. Ja. Und das ist etwas, was jetzt halt auch so eine Unabhängigkeit bringen kann, weil man ist nicht mehr angewiesen auf irgendwelche Großbetriebe, die irgendwelche Technik herstellen, sondern das kann in einer normalen Werkstatt gebaut werden. Das ist etwas, was ich super spannend finde. Und bei Holz und Holzgastechnik kann man ganz klar sagen, das ist die einzige wirkliche Bio-Energie. Weil die Kohle danach noch da ist. Die Kohle ist noch da, wir haben Wärme genutzt, wir können Strom herstellen und dieser ganze Wahnsinn, Lebensmittel in Biogasanlagen zu schmeißen, ist pervers. Also es wird der Hunger auf der Welt wird verstärkt, indem halt Lebensmittel einfach zu eigentlich netto gar keine Energie umgewandelt werden, weil wenn man alles einrechnet, entsteht keine Energie, vielleicht wird sogar welche vernichtet, weil jetzt ist Deutschland nicht mehr mal selber Lebensmittelautark. Ne? Deutschland hat seit dem Biogaswahn angefangen, Lebensmittel zu importieren, trägt also zum Hunger in der Welt bei. Es ist ein absoluter Skandal. Ja, Förderfehlanreize des Staates. Ne? Ja, genau. Und das geht auch nur mit massiver Förderung, weil es absolut unwirtschaftlich ist. Ja. Also das sind Pervertierungen und die gute Alternative. Und jetzt hier, was ihr macht, zeigt, die Bäume hier, die bringen hier Leben rein. Also ohne die ganzen Bäume, die hier auch Schatten bringen, die Feuchtigkeit halten, Wurzeln Kühlung, gehen tiefer rein. Ne? Es ist ein ganz anderes Kleinklima und auch im Großen ändert das Klima. Und jetzt könnte hier ja überall noch Agroforst sein auf diesen Flächen, gerade bei diesem wahnsinnigen Wind. Hier ist Winderosion stark und ich habe jetzt hier beim Bernhard Gruber, Österreichisches Waldgarteninstitut, war ich gerade auch ein tolles Projekt angucken unbedingt. Du hast ja auch ein Interview da gemacht. Und da ist jetzt der Nachbar, also wie jetzt bei euch hier die Flächen nebenan, der Nachbar hat jetzt gerade angefangen, ich weiß nicht, ob du das schon weißt, der hat mit Agroforst jetzt angefangen. Hat er sich endlich mal anstecken lassen. Ja. Und das kannst du hier auch erwarten. Also wenn ihr hier noch einfach weitermacht, entspannt weitermacht. Ja, das Verrückte ist ja, dass du hier bei uns, ist es jetzt gerade so, also falls es irgendjemand hier sieht, muss ich eigentlich nochmal ein Video drüber machen. Das Verrückte ist, es gibt hier eine Solitärbaumförderung, die fast alle Gehölze, Pflanzen, also das ist erlaubt ist als Landwirt, also fast alles zu pflanzen, die dir die Pflanzen bringen, Pflanzgut, Stängel, also Pfosten, Beratung, Schnitt, alles. Und das machen sie alles und die Förderung gibt es in Bayern. Ah ja, stark, ja toll. So, das heißt, es gibt kein Argument mehr, das nicht zu machen. Ja, der also unbedingt. Ja, ich hoffe, man kann das halbwegs hören. Ich denke schon. Aber unbedingt Leute, die in Bayern sind, schaut danach. Ich weiß, die Bürokratie ist immer furchtbar. Ja. Mit Bürokratie wird versucht, Kleinbetriebe kaputt zu machen. Man sollte sich das nicht gefallen lassen. Also auch diese Bürokratie irgendwann mal verabreden in der ganzen Gegend. Ab Woche X macht keiner mehr mit diesem Wahnsinn. Selbst die Mitarbeiter der Behörden sagen, das ist völliger Schwachsinn, was wir hier machen, aber wir müssen es machen. Kenne ich auch einige. Dann sollte man eben. Und das, ich habe gestern gerade hier im Thüringer Wald genau das Gleiche. Da ist ein Bauer, der macht tolle Arbeit und der will es fast aufgeben wegen dieser scheiß Bürokratie. Also die Leute, die sowas anstellen, da sollte man langsam mal sagen, okay, es reicht, ihr macht das nicht mehr. Ihr habt uns zu dienen, wir bezahlen euch. Und Schluss mit diesem Scheiß. Und wenn die Leute auf den Knien weiterkriechen, wird es nicht gut ausgehen. Also von daher regional verabreden, genug Leute ab Tag X nicht mehr mitmachen und alle vielleicht gleichzeitig mit Selbstanzeige, dann versammelt man sich da im Gerichtssaal, macht eine Party und ja gut, aber das mal beiseite, also diesen ganzen Scheiß da muss man eigentlich langsam mal sehen, dass nicht mehr mitgemacht wird. Die Landwirte müssen da resilienter werden, sich mehr vernetzen. Ja, sie haben es alle satt, aber viele geben einfach auf und das ist dann traurig. Aber halt hier, Agroforstförderung, mein Lieblingsbaum, Esskastanie,
macht hervorragende auch Nahrung. Gefördert, das weiß ich. Esskastanie wird auch gefördert bei Baumschule Wurzelwerk, Hendrik Gäde in Witzenhausen bei Kassel. Weil das sind Bäume, die diese Pilzkrankheit nicht kriegen und die sollte man unbedingt nehmen. Und die machen es richtig gut und die haben auch alle anderen essbaren Bäume auf dem Schirm. Hickory, ne, für Pekan, Nuss und so weiter, da ist vieles noch in Entwicklung. Und wir brauchen mehr Bäume und dann auch die Erle, italienische Schwarzerle rein, die bringt Stickstoff. Ohne dass man diese verdammten Stickstofffabriken braucht, die jetzt ja eh nach China auswandern. Wir brauchen sie nicht. Ne? Und aber jetzt zum Abschluss noch gibt es so ein bisschen also erstmal nochmal der Aufruf. Hier können ein paar Leute noch mitmachen. Hier ist schon viel aufgebaut worden. Es gibt mehr Fläche. Geile Gegend hier. Man ist nicht abseits. Ne? Man kommt noch nach Frankfurt, Würzburg und so weiter. Ja. Und ist erreichbar. Ja, und ihr habt kleine Kinder und das ist halt auch immer schön, wenn hier sind bestimmt auch, das ist nicht so klein, hier sind auch andere Kinder. Wer da Lust hat, wendet euch an den Daniel, guckt euch ein bisschen an hier. Vielleicht sagst du noch kurz, wie man dich findet. Ja, unter diewaldgeister.de, unseren YouTube-Kanal, der heißt auch die Waldgeister. Genau, und ich kann da nur zu sagen, ich hatte ja die letzten Jahre schon immer mal wieder Leute da, die sich das hier angeguckt haben. Mal so gucken. Für mal so gucken habe ich keine Zeit. Wenn ihr wirklich konkret Interesse habt und guckt euch das, also ich meine, der YouTube-Kanal, die Homepage, also findet mal alles, wo das hier ist, guckt es euch an. Und dann sprecht mich gerne an. Aber meine Zeit ist halt echt knapp mit 3 Kids, da musst du gucken, wo du Zeit hast. Also nicht nur, ich gucke da mal vorbei, mal sehen, ob das passt. Genau. Dafür habe ich keine Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist überall so. Ja. Also wenn jemand, und ich weiß, dass sehr, sehr viele suchen, da ist es halt wichtig. Und ich unterstütze auch gerne, wenn da jemand was sucht, aber das muss schon eine konkrete Vorstellung sein, wo man sagt, es ist hier nicht alles einfach, aber wenn man was will, geht es auch. Also das ist halt immer, ich sehe so viel in diesen ganzen, in der alternativen Szene, die Leute suchen immer nach dem perfekten Grundstück, nach dem perfekten Projekt und so und suchen und suchen und machen noch einen Kurs und noch einen Kurs und wundern sich dann nach 10 Jahren, dass sie immer noch nichts zustande gebracht haben. Ja. Und ich habe so viele Fehler gemacht die letzten Jahre, auch hier auf dem Gelände oder auch manchmal, aber hätte ich die nicht gemacht, wäre ich nicht da, wo ich wäre. Ja. Man muss halt irgendwann mal anfangen. Ne? Ja, genau, absolut. Ja, ja, und wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, dass viele Projekte deshalb nichts werden, weil die Menschen halt ihre Traumata, Verstrickungen haben und dann die alte Trauma des Großvaters ausagieren. Man nimmt sie immer mit. Man nimmt sie immer mit. Und deshalb, wer was machen will, als erstes bei sich selber eigene persönliche Entwicklungen mal machen. Traumata auflösen, Verstrickungen auflösen und erst dann weiß man, wer man ist und was man will. Ja. Und dann kann man halt hier im Waldgeisterkanal hier auch dieses Projekt sehr, sehr gut kennenlernen, bevor man überhaupt erstmal eine Fahrt macht. Und wenn, dann kommt man halt, wenn mal eine Fete ist hier oder Tag der offenen Tür oder so, da kann man sich dann kennenlernen. Kann immer mal vorbeikommen, aber mit ein bisschen Vorlauf. Wir haben ja also alles auch für Besucheranfragen auf unserer Homepage, findet ihr da alles. Ja, genau. Also, und das gilt überall, in allen Ökodörfern. Also, dass Leute, die einfach mal vorbeikommen, ich will mal gucken, ist niemals erwünscht. Das ist halt einfach was, was überhaupt nicht geht. Das ist übergriffig. Und wenn man was machen will, sollte man vorher klar sein, das ist was, wo ich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit einsteigen will und dann ernsthaft eine Weile mitmachen. Bei uns gibt es auch keine Hürden. Ja. Ja, also wir gucken uns natürlich die Leute, die mitmachen wollen, auch genau an, weil bei so einem kleinen Projekt, das muss menschlich passen, weil das uns einfach ein Riesenproblem ist. Ja. Und wir haben ja die letzten Jahre viele Bundesfreiwillige gehabt und da haben wir auch immer geguckt. Also das ist auch immer mal wieder nicht einfach gewesen, daher wissen wir ganz genau, es muss passen. Ja. Naja, weil das ja auch sehr intim ist, so ein Projekt, wenn man dann 3 Kids hat und so. Ja. Deswegen, also man muss sich selber ganz gut kennen und das, was ich so feststelle die letzten Jahre, ist, wie soll ich das sagen, Selbstliebe. Ja. Ja, dieses, wenn man sich selber mit sich selber im Reinen ist, dann kann man auch ins Außen gehen und halt bei Sachen mitmachen. So, das ist schon absolut wichtig. Absolut klar. Und da sind viele Menschen auf dem Weg und das wird immer besser. Und
ich danke dir fürs Gespräch und vielleicht können wir so ganz kurz also das Projekt hier kennenlernen. Wie gesagt, Waldgeister, YouTube-Kanal. Ja. Und wir machen jetzt vielleicht zum Abschluss noch einen ganz kurzen Schwenk hier übers Gelände, einfach zum Ausklang. Aber jetzt würde ich da nicht mehr groß was erzählen, weil da hast du viel mehr Sachen dazu. Das braucht man nicht alles wiederholen. Ich kann nur sagen, mein Eindruck hier vom Gelände, das ist toll gemacht und es gibt hier viele Flächen, wo man von hier aus weiterentwickeln kann. Und das sind Chancen und ja, die, die was machen wollen, hätten hier gute Möglichkeiten. Und jetzt machen wir kurz zum Ausklang diesen Schwenk übers Gelände noch und danke dir, Daniel. Sehr gerne. So, da hoffen wir mal, dass der Ton einigermaßen...